Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von meinem kleinen Marketing Consulting. Ja, heute geht es um ganz das Thema, wie komme ich weg als Selbstständiger oder wenn ich mich selbstständig gemacht habe oder selbstständig machen möchte, Softwareentwickler zum Beispiel bist, wie komme ich weg von diesem Stundensatzgedöns, vielleicht sogar von Tagessatz, wie komme ich davon weg? Letztendlich sind Tagessätze schon Paketangebote. Du machst quasi aus deinen Stunden, die du am Tag zur Verfügung hast, quasi machst du ein Paket und das nennst du Tagessatz. Ja? Und wenn du quasi ein gewisses Ergebnis erzielen möchtest oder abgeben möchtest oder Teilerfolge programmierst über Monday.com oder Asana und so weiter, hast du dann sozusagen deine Boards, wo du quasi gewisse Arbeiten abliefern musst. Und wenn du sagst, hey, ich habe einen Tagessatz, und bis zum Ende des Tages heute habe ich das und das vor und du arbeitest es viel schneller ab, dann hast du insgesamt auch einen höheren Stundensatz. Ja? Das heißt, Tagessatz zu verlangen ist schon mal die erste Stufe weg vom hin zu mehr Stundensatz sozusagen. Ja? Wenn du jetzt aber ganz schlau bist, dann machst du Paketpreise projektbezogen. Aber dazu brauchst du natürlich ein gewisses Level an an Kompetenz. Aber meine Erfahrung ist, dass es gibt viele talentierte, mit hoher Kompetenz behaftete IT-Entwickler da draußen, die letztendlich nicht das Problem Kompetenz haben. Sie haben das Problem Vermarktung, Positionierung, ihr Produkt sozusagen zu erstellen, letztendlich ihr Produkt zu gestalten und dieses dann auch richtig zu vermarkten und das Allerwichtigste, dieses dann auch zu verkaufen. Ja? Und hier mal ganz kurz ein paar Gedanken dazu. Das Wichtigste ist, dass du es schaffst, also nicht nur weg von Stunde zu Tagessatz, sondern dass du generell deine Fähigkeiten produktivierst. Also diesen Begriff einfach mal merken. Produktivierst. Ich hoffe, man schreibt das so. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem Tipp weiterhelfen. Also wenn du Bock hast, das ist auf eine Zusammenarbeit, dann schau dich einfach hier um auf meiner Webseite, in meinem YouTube-Kanal oder buch mit mir einen Termin. Hier unten findest du den Link. 30 Minuten nehme ich mir gerne für dich Zeit. Du musst ein paar Fragen beantworten, ne? Also dich schon quasi auch bewerben. Also ich mache die Session nicht mit jedem gratis, aber wenn wir einigermaßen ein Match finden, dann nehme ich mir gerne eine halbe Stunde Zeit und wir können gerne sprechen, wie auch du quasi dein Einkommen hebelst. Bis dahin, dein Thomas Klein, happy handling, bye bye.